Möchtest du wissen, wie du die aktuellen kosmischen und irdischen Energien nutzen kannst, wie du diese aktuelle feine, weiche Atempause nutzen kannst, bevor die nächste Energiewelle wiederkommt? Dann sei dabei. Herzlich willkommen zu meinem aktuellen Energievideo, deine kosmische Wetterfee. Es gibt wie immer ein paar Visionen, ein paar Ideen, wie wir jetzt diese Energie tatsächlich gut umsetzen können. Und ich werde am Ende wieder Engelkarten ziehen und wenn es die Energie möchte, werde ich auch ein kleines Channeling machen. Steigen wir ein. Die kosmischen Energien und auch die irdischen Energien sind zwar insgesamt unruhig, aber verglichen mit dem, was wir hinter uns haben, ist es eine Wonne im Moment. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre so stark, dass es ist eine wirklich ganz bewusste Atempause ist. Wir hatten in den letzten Wochen hintereinander, meistens so im 3-4-Tage-Rhythmus, Sonnenstürme, die auf die Erde geprasselt sind. Und ich lese ja immer die Kommentare unter meinen Videos und ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich fühle mich ja auch dadurch immer wieder ziemlich aufgewühlt, aufgerüttelt. Und es ist an uns, wie wir damit umgehen. Und deshalb mache ich ja diese Videos, um dir, um euch Tipps zu geben, was wir damit anstellen können. Und heute Morgen in meiner Meditation habe ich so einen wunderschönen, weichen, feinen Impuls bekommen, der mir deutlich gemacht hat, dass es jetzt im Moment so ein bisschen wie ein Energiepflaster für alle Wunden ist, was jetzt gerade in der Luft schwebt, in der Luft schwingt. Die Wissenschaftler sagen schon den nächsten Sonnensturm voraus, also die Sonnenoberfläche war jetzt ein paar Tage sehr, sehr fein, sehr ruhig, deshalb habe ich auch kein Video machen müssen. Normalerweise mache ich diese Videos ja immer dann, wenn es wirklich so ein Achtung, Vorsicht, es kommt wieder was gibt. Aber ich muss zwischendurch einfach auch mal ein feines, schönes, liebevolles, aktuelle Energievideo aufnehmen, wenn die Energie so schön ist wie jetzt. Ich weiß, alle sind auf Drama gepolt, alle sind auf Angst gepolt, alle sind auf Alarm gepolt, aber ich möchte dir Frieden schenken. Und das ist jetzt gerade eine so, so schöne, weiche, sanfte, friedliche Energie. Es ist wirklich eine Atempause, es ist ein Loslassen dieses Stresses. Und ich möchte dir mal erzählen, was ich heute in meiner Meditation erlebt habe. Und zwar habe ich eine starke Grundspannung seit Dezember, aus vielen Gründen, die mit all dem zu tun haben, was ich in meiner Vielfalt so am Tage zaubere. Und ich habe den Impuls gehabt, mich begleiten Erzengel Michael, Samuel und Raphael seit meinem Erwachen. Das sind sozusagen meine Willkommensbegrüßung gewesen, als ich mein Erwachen hatte. Und seitdem begleiten sie mich jeden Tag aufs Intensivste. Und ich darf sie deshalb ja auch immer mal wieder channeln, diese drei wundervollen Energiewesenheiten. Und heute Morgen habe ich mit Erzengel Samuel gesprochen und sie hat mir den Impuls geschenkt, dass sie mir dieses Stresskostüm, was ein bisschen wie so unter der Haut liegt, herauszuziehen. Das ist wie ein zu enges Kleidungsstück, wie ein Neoprenanzug um den ganzen Körper unter der Haut. Und das hat mich wirklich starr gemacht. Also ich habe super gearbeitet, ich habe total viel geschafft in letzter Zeit. Ich habe so viele Videos gemacht, ich habe so viel gemalt und das ist ja auch meine allergrößte Freude. Und doch ist darunter dann natürlich, wenn dann zu viele Dinge gleichzeitig kommen, auch hier bei mir zu Hause, ich muss unbedingt mal wieder ein Sonja-Privatvideo aufnehmen. Es ist so viel passiert. Und dann gibt es so eine Grundanspannung. Und Samuel hat mir diesen harten Neoprenanzug aus meinem Energiefeld herausgenommen. Also natürlich mit meiner Erlaubnis auf meinen Wunsch hin. Engel dürfen ja nichts tun, was wir nicht erlauben. Und ja, da schnürt sich mir fast die Kehle zu, weil ich dann, wenn ich so berührt bin, dann habe ich immer ein Kloß im Hals. Und das hat so, so gut getan. Und dieser Neoprenanzug, diese Verhärtung,
in uns, in unserem Nervenkostüm, die haben so viele Menschen gerade, die eben so im Alarmzustand sind. Das kann ein schönes Grundgefühl sein, aber bei den meisten Menschen ist es eher ein anstrengendes Grundgefühl. Und deshalb lade ich dich ein. Okay, ja, Erzengel Samuel möchte jetzt nicht nur für mich, sondern für uns alle einen Tipp geben, okay, wie wir das machen können. Gut, also dann lade ich dich ein, wenn du dieses Channeling vielleicht mit geschlossenen Augen ganz in der Stille, in der Ruhe hören möchtest. Vielleicht werde ich dann noch wieder einen Blogbeitrag machen, dass du es nochmal nachlesen kannst, diesen Tipp. Ich glaube, der kann uns allen jetzt gut tun. Okay. Also lass uns gemeinsam ein paar tiefe Atemzüge nehmen und ich stimme mich ein. Ihr wundervollen Seelen, du über alles geliebtes Menschenkind, ich möchte dich einladen, jetzt diese weiche, sanfte, feine Energie zu nutzen, die für dich da ist, damit du wirklich einmal ganz tief in die Entspannung kommst. Du trägst diese Spannung schon so lange in dir. Vielleicht ein paar Tage oder Wochen, vielleicht aber auch schon viele, viele Jahre oder gar dein ganzes Leben lang. Und diese Spannung aus Angst, Sorgen, Stress, all diesen ganzen Alltagsabenteuern, denen du ausgesetzt bist, die du eingeladen hast in dein Leben, weil du diese Abenteuer unbedingt erleben wolltest, all das ist etwas, das dich einengt mit der Zeit, das dich hart macht, das dich auch immer mehr in deiner Seelenkraft klein macht. Und ich möchte dich einladen, dass du uns Engeln als Energie, die dich unterstützen will, als intelligente, bewusste Energie, die immer für dich da ist, dass du uns erlaubst, dass wir diese harten Stress- und Angstenergien jetzt aus deinem Feld entfernen. Es ist eine Entscheidung, es ist eine bewusste, klare Entscheidung, die du jetzt für dich treffen kannst, für dein Wohlgefühl, für deine Leichtigkeit, für dein Leuchten, für deine Liebe, die dann wieder fließen kann. Also atme ein paar Mal tief, bewusst ein und aus und spüre in deinem Energiefeld, wo es sich verhärtet hat, wo es sich angespannt hat in der vergangenen Zeit. Und dann spüre die Anwesenheit deines Schutzengels, der deine Seele dein Leben lang begleitet. Spüre die Anwesenheit meiner Liebesengel, die jetzt für dich da sind, die dich unterstützen möchten. Lade sie ein, öffne dein Herz, rufe sie und bitte sie, diese verhärteten, alten, dunklen Strukturen, die dich einengen, jetzt sanft, achtsam und liebevoll aus deinem Energiefeld herauszuziehen. Als würden jetzt alte, viel zu enge Kleidungsstücke von deinem Körper genommen, ganz vorsichtig und achtsam. Es ist wie das Häuten einer Schlange, wie das Häuten eines Reptils, das in seiner Struktur zu eng geworden ist. Und ja, dieses Bild werden wir dir immer wieder schenken. Ich weiß, du kennst es, denn es gibt immer diese Wellen. Diese Zeiten, in denen du wächst, in denen du dich weiterentwickelst. Und dann ist es wichtig, dass du diese alten Strukturen loslässt, egal wie sie entstanden sind, auf welcher Basis sie entstanden sind. Spüre, wie schön es ist, loszulassen, befreit zu werden, dich selbst zu befreien. Und du kannst mithelfen,
dieses Angstfeld, diese alte Stressstruktur oder einfach nur diese zu eng gewordene Menschenhaut loszulassen, diese innere Haut, die dich einengt, die dich teilweise beschützt, aber eben irgendwann zu eng wird. Und du kannst es jetzt loslassen, abwaschen, dich ausschütteln und wir helfen dir dabei. Und diese Energie wird dann von uns sehr gerne zurück zur Quelle gebracht, befreit, gereinigt und kommt wieder zurück in den großen kosmischen Kreislauf der lichtvollen Energien, die du dann wieder nutzen kannst, um weiter zu wachsen, dich weiterzuentwickeln in deiner Liebe, Freude und Kraft, in deiner Selbstermächtigung, in deinem Licht zu wachsen. Danke für dein kostbares Sein hier auf der Erde, für deinen Bewusstseinswandel, für deinen Beitrag im Wandel und Aufstieg der Menschheit. In Liebe, Samuel. Danke für dein Vertrauen. Es ist so schön, Samuel zu channeln, zu spüren. Und ich sehe das immer so intensiv, was ich dann channeln darf. Ich bin dann wirklich mitten in einem wunderschönen Film und erlebe es. Es ist herrlich. Also nutze jetzt diese Möglichkeit, dich einerseits zu befreien, diese alten Strukturen loszulassen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung, aus meinem Gefühl von vorhin in meiner eigenen Meditation, aber auch jetzt sagen, es wird immer wieder solche Schübe geben, in denen wir wachsen und es wird immer wieder Zeiten geben, in denen es total leicht ist, loszulassen. Das ist jetzt wieder so eine Zeit. Loszulassen, wieder aufzutanken und wie ich eingangs schon sagte, diese Energie ist wie ein Pflaster auf dem Herzen, wenn die Ereignisse so verletzend sind oder so niederdrückend sind, wenn diese Spaltung, die immer noch zwischen den Menschen existiert, uns verletzt, wenn all diese ganzen Umstände einfach wehtun, dann ist so eine Energie gerade, oh, so ein wunderschönes Heilpflaster. Also lass dich von der heutigen Energie, die jetzt einfach gerade da ist, wirklich befreien, heilen, fühle es. Und wenn du vielleicht noch ein Channeling mit Erzengel Samuel möchtest, ein ausführlicheres Channeling, dann kannst du mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, es ist noch immer unruhig und es wird die nächste Welle auch wieder kommen, morgen, übermorgen, wer weiß wann. Ich halte dich auf dem Laufenden mit diesen speziellen Videos auf meinem YouTube-Kanal und ja, ich wünsche dir einfach, dass du gut damit umgehen kannst. Und jetzt werde ich nochmal drei Engelkarten ziehen, jetzt speziell für diese wunderschöne Energie. Upala. Ich bin wirklich sehr erleichtert und dadurch auch, ja, sehr lustig heute. Tut mir auch mal gut. Ich war wirklich ein bisschen angespannt in letzter Zeit. So. Jetzt also eine Karte für den Körper, eine für den Geist. Und bevor sie alle runterfallen, noch ein Seelenimpuls. So, der Engel für den Körper, der Engel des Seelenlichtes. Das ist eine transformierende, heilende, Geborgenheit schenkende, schützende Energie. Lad sie ein, deinen Körper jetzt in dieser wunderschönen Welle ja, zu transformieren. Auch eben eine Unterstützung für das, was Samuel gerade sagte, für unseren Körper. Und spüre einfach diese unendliche, tiefe Ruhe, die dir dieser Engel schenken kann. Der Engel der Freundschaft für den Geist. Es ist eine weiche Energie, Freundschaft zu fühlen. Für mich ist Freundschaft gelebte, aktive Liebe. Das habe ich schon oft gesagt. Dazu habe ich Videos gemacht und wie immer verlinke ich natürlich unten auch
alles Wichtige passend zu diesem Video, was wir nutzen können. Und Freunde sind jetzt einfach wundervoll, heilsam. Vielleicht telefonierst du, vielleicht triffst du dich mit Freunden, einfach um diese heilsame Energie auszutauschen. Selbst wenn die nächste Energiewelle kommt, diese feine, weiche, heilsame Energie wird noch eine Weile da bleiben, damit du sie nutzen kannst. Und lass deine Freunde daran teilhaben. Ergänzend dazu der Engel der Familie, auch wieder so eine unglaublich beschützende, weiche Engelkraft, die uns daran erinnert. Wir haben nicht nur eine irdische Familie und viele Menschen haben Stress mit ihrer irdischen Familie, sondern wir haben auch eine Seelenfamilie. Wir haben eine himmlische Familie. Also für mich sind meine Engel meine himmlische Familie. Dann habe ich auf der Erde meine menschlichen Seelen, Geschwister und für mich ist die Mutter Erde einfach eine ganz, ganz starke mütterliche Kraft, die mich auch aufbaut als Menschenkind. Und Sonne ist für mich eine väterliche Kraft. Und so können wir unsere Familienstruktur nach unseren Wünschen, so wie es uns gut tut, aufbauen. Also ich kann nur sagen, mich hat es sehr, sehr stark geheilt, dass ich mir meine neue Familie aufgebaut habe, denn meine menschliche Familie, bis auf meinen Vater, ist nicht so begeistert von dem, was ich mache. Und es ist in Ordnung. Es ist ihre Entscheidung, ob sie meine Energie wollen oder nicht. Und es ist meine Entscheidung, mich ihnen nicht zur Verfügung zu stellen als Blitzableiter, als den sie mich immer genutzt haben. Ich bin ausgestiegen, bin daran gewachsen, habe verziehen und losgelassen und mir meine Familie neu aufgebaut. Das schönste Geschenk, das ich mir machen konnte. Also nutzt diese Kraft, lad den Engel der Familie ein, um auch dieses Feld jetzt für dich zu heilen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gut getan. Nutze diese weiche, schöne, sanfte Energie. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben, ein Abo und natürlich immer wieder diese kleine Glocke anklicken, damit dir YouTube zeigen kann, dass ich wieder ein neues Video aufgenommen habe. Ich habe noch einen neuen Lichttipp in petto, den ich vor ein paar Tagen am Meer aufgenommen habe. Und einige wunderschöne Interviews für die kommende Zeit, die ich noch aufnehmen möchte. Und auch das Video zum Thema Depression ist in meinem Feld. Aber es braucht halt immer den richtigen Moment, um diese Videos dann aufzunehmen. Ganz viel Liebe zu dir, ganz viel Freude und eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Deine Sonja Ariel. Ciao.